Moin, meine Freunde! Es ist schon wieder ewig her, dass wir hier gespielt haben. Und das sage ich jetzt nicht einfach so, weil ich es immer sage, sondern es stimmt halt wirklich. Ich glaube, wann habe ich zuletzt gespielt? Ich glaube, vor 1,5 Wochen oder so. Ja, wobei ich glaube, ich meine, schon fast 2 Wochen her ist. Wir haben heute Sonntag. Bin auch nicht mehr wirklich in der Steuerung mit drin. Weil das letzte, was ich gespielt habe, war hier Arcania. Das habe ich zwischendurch mal nochmal aufgenommen. Aber für Amalur war ich. Oh, das kann ich auch machen. Aber für Amalur war ich doch ein bisschen zu faul. Und ja. Wenn ihr mich fragt, wieso ich nicht aufgenommen habe, nun, es ist wohl nicht so viel bei nicht. Nein. Ich muss sagen, ich bin immer sehr unproduktiv, wenn ich Frühschicht habe. Ich wollte eigentlich zwischendurch, ich wollte schon vor einer halben Woche mal aufnehmen. Garanas Leichnam. Wer war der Dude nochmal? Oder war das der. Ah nein, das war der eine Dude. Wie gesagt, ich soll den anderen Dude töten. Ja, okay, der ist jetzt tot. Aber ich hätte mal gesagt, ich gehe jetzt einfach nach Schloss Jolvan. Weil was anderes habe ich. Keine, oder? Ich habe schon. Weiß, ich habe noch ein paar Quests übrig, aber das war das Aktuelle. Was ist mit den Spinnen? Und das mache ich halt jetzt einfach mal. Und ich habe das ja. Ich will wieder mit rechter Maustaste blocken. Wobei das auch wieder die typische Dark Souls. Oh. Nein, nicht der, nicht ein Kudok. Oh, verpiss dich. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Jetzt geht er, jetzt bleibt er einfach hocken. Finde ich auch gut. Nee, komm, ich geh. Ich glaube, ich guck. Kann ich hier einfach vorbeilaufen? Nein, der bewacht den Eingang. Ah. Weil genau das passiert dann, wenn ich gegen ihn kämpfe. Also ich bin im Schicksalsmodus, dann nicht. Den letzten habe ich auch nur so töten können. Aber doch, gestern zum Beispiel wollte ich auch streamen. Da bin ich dann spontan eingeschlafen. Das war X. Ja, das ist das Problem bei dem. Und wenn ich mich. Wenn ich mich. Wenn. Ja, wenn ich mich. Wenn ich blocke, dann. Habe ich hier eigentlich irgendwas, was mich gegen Gift. Einfach Schlangengift. Zoom gut. Habe ich hier Giftschutz oder sowas? Giftschaden, Giftschaden. Zauberfluch. Nein. Sowas habe ich dann nicht. Ach, die fliegt. Das fliegt wieder zurück. What the fuck? Wieder. Es ist mega weird. Auf jeden Fall. Wenn nicht weird, sondern es ist wild. Ich sag's euch, das ist wild. Ah. Immer nur begrenzte Reichweite. Au. Au. Pisst er sein Gift? Ich habe nur noch einen Heiltrank. Okay, ich muss mir noch Gegner suchen, die ich töten kann. Weil an dem komme ich nicht vorbei und ich glaube nicht, dass ich, wenn ich mit dem Kampf bin, da einfach reingehen kann. Oder ich könnte es aber versuchen.
könnte es tatsächlich versuchen. Yeah, ich bin reingesprungen. Ich bin ihm entkommen. Yolvan steht stolz und mächtig. Geformt und geschaffen von Feinden vergangener Zeiten. Wenn ihr uns hört, so schlafen wir noch. Doch seid frohen Mutes, Neuankömmling. Unsere Mächte sind alt, doch unsere Siege ewig. Wir haben den Netzwald und den Wäldern des Sommers den Frieden gebracht. Nice. Ich habe einen Schokodrink, den ich schon ausgetrunken habe. Vor 5 Sekunden, bevor das Video angefangen hat. Fäulnis und Verfall und Schmutz wuchsen aus diesen Sümpfen und Tälern und verbreiteten sich wie Krankheiten. Angeführt wurden sie nicht von einem Monster, nicht von einer grauenhaften Kreatur, sondern von ihr. Ihr, die allein schreitet, der Mutter von 100.000 Spinnen. Sie ist eine Königin des Netzes und des Gifts. Sie nennt sich selbst die Witwe. Okay. Das ist dann die Megaspinne, die hier immer betitelt wird. Dann speichere ich nochmal. Da vorne kommen wir. Vorne kommen bestimmt wieder Spinnen und das ist bestimmt da oben. Aber sagt mal an, Leute, wie geht's euch denn? Was habt ihr denn so gemacht in letzter Zeit? Da machen wir mal ein bisschen Trash-Talk hier. Schreibt mir doch in die Kommentare. Ich habe relativ wenig gemacht, außer arbeiten, schlafen und wieder arbeiten und schlafen. Eigentlich, das war mein ganzer Alltag. Die letzten paar Wochen. Ich bin ab und zu zum Streamen gekommen. Und ja, es ist halt so. Grüßschicht ist nicht so meins. Und ich bin da immer sehr, wie soll ich sagen? Danach immer sehr fertig. Auch wenn ich, auch wenn ich mal länger geschlafen habe. Ich habe mal vor kurzem, war ich aber am Dienstag. Ich habe da halt irgendwie von Montag auf Dienstag halt irgendwie so 8 Stunden gepennt, weil ich halt am Abend dann eingeschlafen bin und dann so durch. Und ich war halt am, nachdem ich mit Arbeiten fertig war, halt trotzdem total tot. Also das ist mal wirklich. Das Blätterdach erstreckte sich weit hin und hielt das Licht des Sommers ab. Doch wir drängten weiter vorwärts nach Katrus, in die Höhle der Witwe. Wir waren bei unserer Ankunft geschwächt, doch sie war noch schwächer, da ihre Kinder vor unserem Marsch gestorben waren. Nach Eschara verbanden wir sie. Man spürte den Ruf des Mutters. Einige fielen. Konnte ich gerade gar nicht abblocken, die Ratte. Muss nachher dann aber jetzt auch mal meine Unboxings machen. Nachdem meine, oder zumindest, das Zeug liegt ja jetzt schon eine Weile rum. Ich habe mir jetzt, ein Collectors Display gekauft. Zwei Pre-Release Packs. Komm, ich mach's mal mit dem normalen Dienst. Noch ein paar Einzelbooster habe ich auch noch. Da habe ich aber schon zwei aufgemacht. Das konnte ich gar nicht erwarten. Das konnte ich gar nicht mehr erwarten, eigentlich das aufzumachen. Und ja. Autsch. Nicht angreifen, ne. Holy shit. Zum Glück habe ich 2 Heiltränke bekommen. Ah.
Jetzt sollte ich wieder mit Steuerung ausweichen. Interessantes Moveset auf jeden Fall. Wieso haben die Heiltränke dabei? Also ich find's gut, aber wieso haben die Heiltränke? Es bläst kälter als je zuvor. Der Sommer bringt unsere Brüder, unsere Clans nicht zurück. Was geschieht mit der Wache, die ich halte? Wenn es keine Ablösung gibt. Es ist wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, an dem die... Der Hof des Winters getötet wurde, oder was? Oder? Ne, es war der Hof des Winters. Glaub ich mal, da hinten, wo die Tuata sind. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Bisschen her, dass ich gespielt habe. Aber ich habe ab morgen wieder Spätschicht, also kommen da wieder etwas regelmäßiger die Videos, weil ein Video ist jetzt ausgesetzt. Ich hoffe, ich schaffe das noch rechtzeitig hochzuladen. Ich glaube es ist mal nicht. Oh, shit, ich habe das ja eh auf. Okay, das Video jetzt schon, weil das ist nur in, wahrscheinlich in 720p, nur in HD. Ich habe meine Streaming-Auflösung ein bisschen geändert. Das ist halt jetzt, ich streame jetzt immer in HD und nicht mehr in 2K, weil es halt das einfach ein bisschen besser macht. Die wird verwandelt. Ich spüre das Herz des Netzwalds mit ihrem Zorn pulsieren. Ihre Spinnen sind an den Toren. Wir glaubten, dieser Tag würde nie kommen. Die Witwe wandelt. Die Witwe wandelt. Trippelt da jemand über mein Netz? Und ich dachte, der Spaß wäre vorbei. Nee, der Spaß fängt erst richtig an. Muss ich aber zurücklaufen. Ich muss dann aber noch nach Hintergrundmusik mal für meine Videos gucken. Es gibt da so ein Lied, das gerade aktuell in meinem Kopf mich heimsucht. Das habe ich bei CK Phoenix gehört. Den gucke ich jetzt auch in letzter Zeit irgendwie öfters. Obwohl ich eigentlich nicht so der Dude bin, der immer so normale Videos guckt. Aber ich weiß nicht, der Dude hat es mir echt angetan. Vor allem, er macht halt Yu-Gi-Oh! Content. Und ich weiß, es hat mich halt irgendwo gecatcht. Ich werde halt trotzdem kein Yu-Gi-Oh! Deswegen spielen, aber... Hey. Ja. Er hat mich aber auch inspiriert, hier eventuell ein bisschen... wie heißt es nochmal? Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist zu spielen. Was ich ganz interessant finde, das gucke ich bei ihm aktuell. Und... Es könnte ich auch spielen, das wäre sehr nostalgisch. Ja, ich weiß, dass ich den Abrechnungsmodus benutzen kann. Die Ratten sehen so hässlich aus. Au. Ich muss wieder ein bisschen gucken, dass ich das hinkriege mit dem Blocken. Ich bin halt wirklich absolut raus aus der Steuerung aktuell. Und ich will jetzt nicht wieder 1000 Heiltränke verschwenden, wie sonst immer. Vor allem, da ich hier keine herstellen kann. Und wenn ich schon ein bisschen Lebensregeneration habe, dann geht es ja eigentlich. Muss ich aber nur gucken, wo kriege ich den Schlüssel her? Spiel, verraten das mal. Ich glaube, von hier komme ich ja. Oder? Nee, da ist der Eingang. Bin ich ja von dem Crew Dog geflüchtet. Boah,
Boah, jetzt krieg ich wieder Kopfschmerzen. Oh, shit. Wie viel Zucker hat denn der Schoko drin? 7,8 Gramm pro 100. Ja, okay. Das ist weniger, als wenn ich einen Booster trinke. Im Schnitt kommt es wahrscheinlich auf einen Booster gleich. Oder? Nee, doch, hier bin ich eingesprungen. Läuft. Ein Booster hat, ich glaube, 11 Gramm oder so. Und das. Na, okay, das, da komme ich bestimmt auf, oder? Wenn ich es richtig rechne, bei 500 komme ich wahrscheinlich irgendwie auf 40 oder so. Ich rechne mir das jetzt nicht komplett durch. Und. So normal. Eindringling finden. Aus dem Eingewand von jemand hat mit dir gesprochen. Und ja, so ein Booster, dem schickt nochmal 33 Gramm Zucker. Und so. Komm, bin heute bestimmt eh schon safe über meine 100 Gramm gekommen. Wenn man am Tag nehmen sollte. Aber naja, gut, es schwankt bei mir immer sehr mit dem Ganzen. Also das Video wird dann aber jetzt auch in HD sein. Und danach gucke ich, dass ich das umstelle. Oder steht es hier irgendwo? Nein. Ich renne das dann auch in HD. Alles andere will ich jetzt nicht machen. Mann. Man, ich habe heute irgendwie 12 Stunden geschlafen oder so und ich fühle mich trotzdem immer noch arschmüde. Und auch davon kommen, dass ich den vorherigen Tag halt nicht geschlafen habe und die Tür ist aufgegangen. Finde ich sehr solide. Ich hoffe mal nicht, dass ich jetzt einen Boss kann. Wobei, ich habe den Schicksalsmodus ja voll. Weil so könnte ich mit der Spinne auch abrechnen. Aber ich meine, der Kampf war im Dorf. In die Spitze kämpft man an sich schon, aber nur, aber erst im Dorf. Und Heiltränke. Das gefällt mir. Und noch ein Heiltrank. Es rührt sich jemand in Yolvan? Ah, doch gewiss nur ein jämmerlicher Sterblicher aus dieser dem Untergang geweihten Stadt. Meine Katrusbrot würde sich gewiss gerne an jemandem wie euch laben. Die letzten von Yolvan sind tot. Euer kleines Städtchen folgt als nächstes. Sagt ihnen, die Witwe ist zurück und fordert ein, was einst ihr gehörte. Vielleicht mal so einen AOE, auf so einen AOE-Spell skillen, mit dem ich halt gut, also wenn ich so immer, mit dem ich so gut in solchen kleinen Räumen kämpfen könnte, weil das würde mir halt einiges mehr bringen, als es nicht zu haben natürlich. Okay, das ging ja irgendwie. War nicht gut, aber es war auch nicht so schlecht. Will ich mal behaupten. Ich habe jetzt keine 50 Heiltränke für die gebraucht, was mich wundert. Aber dann verlasse ich mal den Ort hier. Wundert mich aber, dass die Witwe eine Feier ist. Ich dachte, es wäre eine Spinne. Aber vielleicht kann ich sich auch nur verwandeln. Und ich habe auf Glocken gedrückt und es hat nicht funktioniert.
Vielleicht sollte ich für solche Fälle mir einfach nochmal irgendwie so eine leichtere Waffe nehmen, weil ich habe das Problem, habe ich ja schon mal angesprochen, bei so großen Waffen oder bei denen, die so längere Animationen haben, die haben kein richtiges Animation Canceling. Und ist halt wie beim Hammer, dass ich dann dementsprechend halt, wenn ich in so einer krassen Animation bin, dass er halt dann weder blocken noch ausweichen kann. Sondern er macht halt, ja, nichts. Er bleibt einfach stehen. In seiner Animation. Oder ich muss es besser timen, das kann aber auch sein. Jetzt habe ich drauf gedrückt und ich muss gedrückt halten, das kann aber auch sein. Jetzt habe ich es gedrückt gehalten, dann hat das nichts getan, also ist immer so eine Sache. Ich habe noch 5 Heiltränke. Ich hoffe, ich schaffe das. Der nächste Kampf ist wahrscheinlich nicht fern, also nehme ich die doch mal einen. Ich hab's doch gesagt. Immer so, wenn es mich immer herbounced. Aber es ist gar nicht mehr so schlecht. Ich weiß aber nicht, ob das die Animationen von denen unterbricht. Kommen bestimmt. Ja, natürlich kommen hier nochmal 50.000 von den kleinen. Warum auch nicht? Alter, Auto-Aim des Todes. Mein Großschwert ist bald kaputt. Au. Wie sag ich euch hier auch? Hat mich ja nicht getroffen. Muss ich aber schnell gucken, ob mein. Wie lange das noch durchhält. 5, okay, ja, geht noch. Ja, das macht denen Schaden. Au. Okay, jetzt wechsle ich aber schnell das Waffe, ey. Nämlich das andere. Ist zwar bei Vipen nicht so gut, aber. Oh, ein Heiltrank. Besser als gar kein Schwert. Und ich switch um auf den Hammer. Was halt natürlich wieder anders macht. Aber ist ja egal. Zumindest in dem Punkt wäre es dann egal. Konnte ich nicht mehr schnell genug reagieren. Autsch. Aber immerhin bald Level up. Ich bin bis jetzt hier drin noch kein einziges Mal gestorben. Ich wollte es eigentlich sagen, ich bin bis jetzt noch gar kein Mal gestorben.
Aber ich weiß nicht, ob die Tode beim Kudok dazu zählen. Oh, das war knapp. War richtig lucky. Au. Nice. Wenn ich Krudok immer noch da ist, dann kill ich den mit dem Schicksalsmodus. Muss aber auch mal gucken, vielleicht gehe ich mal auf Gammon und tu die dann in meine Rüstung einarbeiten, wenn das geht. Der Hund ist immer noch da. Ja. Wir sehen da unten auf der Map. Ich kann hier nicht runter. Mach ich das mal da drüben? Muss er gucken, dass ich nah genug an den Rand komme, ohne dass er mich killt. Weil es reizt mich halt schon. Hätte ich auch ein Thumbnail für den, für die Folge. XP, nice. Level up. Komm, das mache ich noch. Ja, das mache ich noch in der Folge. Chemie, Schmiedekunst, Sinneschärfe. Was nehme ich denn? Gemmenschleifen. Um mächtige Gemmen herzustellen. Verstohlenheit will ich jetzt aktuell nicht machen. Handeln. Das ist halt so eine Sache. Ich weiß auch nicht, was ich noch für Lehrer finde, die mir halt dann auch eventuelle Sachen beibringen. Er hat uns gesagt, wieder gehen wir wieder auf Alchemie, halt bis nach ganz oben. Aber ich lasse mir den Slot jetzt mal frei. Schmiedekunst kriege ich, glaube ich, mal keinen mehr. Du kannst besondere Ausrüstung zerlegen. Drei Komponenten verwenden. Gammon. Na komm, ich gebe einen Punkt mal auf bei Gammon mit rein und dann gucke ich mal. Unsere Reduktion beim Block, nämlich Adrenalin. 40% Chance. Aktuell ist es bei. Wenn drunter das Leben unter 25% sinkt. Unter 25%. Okay. Ah, aktuelle Stufe. 40%, 50% Aktivierung. Still, 20% Leben wieder her. 10 Sekunden lang 50% mehr Schaden. Und Regeneration. Ja, komm, mach mal. Richtig. Dann hole ich mir noch den Segen hier ab. Ja gut, dann speichere an der Stelle. Feiern. Dahnentaut. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Dann ändere ich schnell die Einstellungen und dann gehen wir ins Dorf.